Was Fritz hier nicht lernt, lernt Fritz umso mehr. Und wenn Sie jetzt sagen, Moment, der Spruch ging doch eigentlich ein bisschen anders, dann möchten wir damit eigentlich aufzeigen, dass es eigentlich nie zu spät ist zum Lernen. Das Lernen ist nie daran gekoppelt, wie alt ist mein Gehirn, wie alt bin ich und welche Möglichkeiten und Ansätze habe ich. Und wenn ich die richtigen Lerntechniken habe, so etwas wie Begeisterung entwickle und mich für Themen, die ich lernen möchte, interessiere, dann kann ich lernen mit 3 Jahren, mit 5, mit 10, mit 50 und auch noch mit 100 Jahren. Und wir zeigen den Kindern, wie sie leicht lernen, wie sie ihr Gehirn so einsetzen können, dass sie auch lange, leicht, spielerisch und mit Freude und Begeisterung lernen. Und das sind so ein bisschen die Schlüssel dafür, wie Lernen funktioniert. Und wenn Sie sagen, ich möchte das auch können, ich möchte das anderen zeigen, ich möchte das vielleicht einsetzen können als Kinder- und Jugendcoach, als Elternteil oder in verschiedenen Kontexten, wo Sie sagen, Mensch, da kann ich das doch bestimmt gut gebrauchen, dann lade ich Sie ein, bewerben Sie sich auf eine der nächsten Ausbildungsgänge. Wenn noch Plätze frei sind, ist das eingeblendet oder da lassen Sie einen Kommentar, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in Zukunft einfach mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank.